Herzlich willkommen zum DDS-Video DDS-CAD und GMCI Planen und Messen aus einem Guss. Schon seit vielen Jahren bietet DDS-CAD die Möglichkeit, eine Übergabe von Stromkreis- und Verteilerinformationen an Messgeräte der Firma Gossen-Metrawatt durchzuführen. Zweck der Schnittstelle ist die Übergabe der Informationen an ETC oder Easytronic, also die Softwares von Gossen-Metrawatt. Dort können Sie eine Bearbeitung dieser Informationen durchführen, können darüber hinaus die Informationen an Messgeräte der Firma Gossen-Metrawatt weitergeben und nach der Messung Protokolle in ETC oder Easytronic erstellen. Zu guter Letzt zeigt Ihnen DDS-CAD im Anschluss eine Übersicht der Änderungen, die in den Programmen durchgeführt wurde, an, sodass es Ihnen die Änderungen in der Stromkreisliste des Verteilers in DDS-CAD erleichtern soll. Ich wechsle nun in DDS-CAD und zeige Ihnen einmal das Vorgehen für die Schnittstelle. In DDS-CAD habe ich bereits ein Projekt angelegt und eine Verteilerdokumentation für einen Verteiler erstellt. In diesem Verteiler kann ich nun im Werkzeugkasten auf Schnittstelle für Export klicken und bekomme hier die installierten Schnittstellen angezeigt, wähle also nun die Schnittstelle zu Easytronic. Hier kann ich das DDS-CAD-Projekt nun exportieren. Kann mir aussuchen, ob ich alle Verteiler des Projektes oder einen bestimmten Verteiler exportieren möchte, und mit einem Klick auf Weiter wird das Ganze exportiert. Mit diesem Export wird eine XML-Datei geschrieben, die ich nun in Easytronic unter der Kategorie ortsfeste Objekte importieren kann. Dafür klicke ich auf die Importfunktion, wähle mir hier diese XML-Datei im DDS-CAD-Projektordner aus und klicke auf Importieren. Nun bekomme ich die Meldung, dass der Import erfolgreich durchgeführt wurde, und ich kann über Eingeben, Ändern, Listen mir das Ganze anschauen. Ich sehe hier, das Ganze ist mein Videoprojekt und kann mir hier die Verteilerstruktur direkt ansehen. Alle Änderungen, die ich hier nun durchführe, beispielsweise bei einem Lichtstromkreis, indem ich sage, der heißt jetzt Lichtwohnzimmer. Und der nächste Stromkreis hat zum Beispiel nicht 10 Ampere Nennstrom, sondern nur 6 Ampere Nennstrom. Und mein Steckdosenstromkreis möchte ich gerne mit 2,5 Quadrat verlegen und nicht mit 1,5 Quadrat. Nachdem ich diese Änderung angepasst habe, könnte ich nun meine Information auch an ein Messgerät übergeben, welches Easytronic fähig ist, und könnte damit die Messung durchführen. Im Anschluss kann ich in Easytronic sofort ein Prüfprotokoll erstellen und dieses als PDF ausgeben. Im Anschluss kann ich das auch alles bestätigen und kann, indem ich einen Schritt zurückgehe, das Ganze wieder exportieren. Dafür exportiere ich das Ganze einfach wieder in die vorhandene XML-Datei und überschreibe diese. Ich wähle hier aus, dass ich genau dieses Projekt wieder exportieren möchte. Klicke auf in XML-Datei exportieren, bekomme die Meldung, dass der Export erfolgreich war. Ich nun DDS-CAD wieder öffne und wieder auf meine Schnittstelle für Export gehe, wähle ich wieder die Schnittstelle zu Easytronic aus und klicke auf letzte Änderungsliste anzeigen. Hier sehe ich sofort, was sich in dem Verteiler geändert hat, und kann diese Änderung ganz einfach, indem ich mir zum Beispiel diese Liste auf einen zweiten Bildschirm schiebe, in die DDS-CAD-Stromkreisliste des jeweiligen Verteilers übertragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne. Melden Sie sich einfach direkt bei uns.